So, jetzt ist wieder Nacht. Wir sollten warten bis zur Nacht und jetzt sollen wir dann die Mad Gear Gang stellen. Das heißt, jetzt gucken wir mal, ob wir ihr jetzt mit unserer gefälschten Tasche da irgendwie die Leute so ein bisschen hinters Licht führen können. Da bin ich mal gespannt. Nachts wie immer, ne? Da laufen natürlich ein paar Mad Gear Gang Leute mehr hier rum. Ihr seht das ja auch hier hinten, da tanzen schon einige Wilde. Na, das heißt, natürlich werden wir auch ein bisschen kämpfen müssen. Das geht gar nicht anders. Aber wir starten erstmal rein mit unserer ersten Attacke, denn ich habe auch keine Lust drauf, dass die, oh, das ging jetzt aber schnell, dass die mich wirklich relativ fix erledigen oder nerven halt, ne? Ich habe gesehen, ich muss meine Leben mal wieder auffrischen. Gut machen hier. Das habe ich auch gesehen, ne? Wenn ihr irgendwelche Sachen zerstört. Sie greift mich schon wieder von der Entfernung an. Kriegt ihr immer die Meilen dazu. Diese Meilen sind halt, denke ich mal, auch später wichtig, wenn es schwieriger wird. Denn, durch die Meilen allein, wenn ich jetzt K.O. gehen würde, ne, kann ich mich natürlich irgendwie wiederbeleben, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Na, und kann an dem Punkt weitermachen, wo ich jetzt bin. Aber soweit kam es bisher, glaube ich, nur einmal jetzt während unseres kleinen Let's Plays hier. Daher denke ich mal, ist das schon okay. Ich habe ja auch noch mal kurz ein bisschen gelevelt. Ich glaube, zur vorigen Folge hin. Na, seht ihr, jetzt bin ich sogar noch Level 22 geworden. Zwei Level so gesehen, ne? Weil ich auch einfach, wie gesagt, über Abseits rumlaufe und einfach noch ein bisschen kämpfe, bisschen erkunde, ne, und mit euch dann halt so ein bisschen den Story-Part machen möchte. Mein Gott, die sind aber. Seht ihr, sie werden lästig. Gerade mit ihren Wurfattacken werden sie wirklich sehr, sehr lästig hier. Aber kriegen wir hin. Alles kein Problem. Ich bin mal gespannt, wo Bosch jetzt abgeblieben ist. Was er jetzt mit dieser Tasche vor sich hat. Oder was er damit vorhat. Ne? Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wie immer lasse ich mich natürlich auch nicht spoilern. Ich spiele das Spiel in aller Ruhe. Hier ist die gute Elissa. Jetzt gucken wir mal, liebe Leute. Was passiert jetzt? Fällt sie... Nein! Nicht kämpfen! Ich wollte gerade sagen, fällt sie auf die Tasche rein. Jungs! Warum so ein Stress? Ich bin doch nur wegen eurer Chefin hier. Also, kommt schon. Macht nicht so ein Mist hier. Ich habe zu tun. Weg mit euch. So, und jetzt reden wir mit ihr. Jetzt bin ich mal gespannt. Fällt sie drauf rein? Was meint ihr? Fällt sie drauf rein? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Schau an, wen haben wir denn da? Du zeigst deine Visage hier sicher, weil du im Besitz der Tasche bist. Prima. Zugegeben, ich bin ein wenig beeindruckt. Und jetzt zieh Leine. Und zwar pronto, Salvatore. Ha! Als ob du aus der Nummer so einfach wieder rauskommen würdest, Trottel. Okay. Sie kämpft gegen uns? Na gut. Das war aber eine blöde Idee, würde ich mal sagen. Also, ist sie auf die Tasche reingefallen? Na, geh schon down. Der Große da hinten, der hat auch Lust. Ist jetzt Ruhe? Ne, kommt noch mehr. Junge, das hat sie erstmal die halbe Gang hier an Land geschleppt. Wird ihr bestimmt nicht gefallen, dass wir sie gerade besiegt haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich passiert. Vor allem, es ist ja wahrscheinlich nicht der Anführer der Mad Gear Gang, ne? Ich denke mal schon, dass wir hier noch einen Anführer sehen werden. So, gucken wir mal. Das dürfte sie jetzt erstmal ein bisschen beeindrucken. Ist sie genervt? Wer ist das denn? Ist das der Boss? Treasure Dam. Okay. We got ourselves a freaking comedian here. Hey, smartass. We need to talk. Get up here. Wo sind wir da reingeraten, Leute? Ist ja krass. Okay, ich denke mal, das wird dann wirklich der Anführer sein. Einfach hier hoch, okay. Was will er von uns? Das, was in der Tasche ist,
Oder war, scheint ja wirklich wichtig zu sein. Greifst du mich an? Du greifst mich nicht an, gut. Da ist er. Treasure damned. Okay, Kollege. Also, was willst du? Bosch war der Typ, der unseren Deal vermasselt hat, nicht wahr? Du bist kein Komplize von ihm, oder? Sonst würdet ihr euch bestimmt zusammen verstecken, oder? Ich sag gar nichts mehr, ich bin ganz ernst, seht ihr das? Nun mach dich mal locker. Ich will dich bezahlen, das ist alles. Ich meine es ernst, du hast gegen meine Schläger gekämpft und gewonnen. Und ich mag Gewinner. Das gilt auch für Bosch. Ich hasse sein Spiel, aber es ist ein ziemlich guter Spieler. Er ist ein ziemlich guter Spieler. Solche Typen will ich auf meiner Seite haben, ganz einfach. Wie dem auch sei, nun, da wir uns kennengelernt haben, wie wär's, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun würdest? Oh, es ist keine große Sache. Du sollst nur tagsüber etwas für mich erledigen. No joke, I swear. Schau nicht so, hilf mir einfach ein bisschen. Dir wird nichts Schlimmes passieren, versprochen. Also das hört sich schon völlig verdächtig an. Ne? Und wir wollen wir uns jetzt echt der Metro-Gang anschließen hier, der den Dings... Ach du Scheiße. Help me out. Was du erledigen sollst, frag einfach meine Handlanger in der Nähe. Die werden dir schon alles verklickern, okay? Wo sind wir da reingeraten? Jetzt müssen wir auf einmal für eine Gang irgendwelche Sachen machen. Na gut, wir werden der Sache auf jeden Fall folgen. Wir labern hier mal den Mad Gear Magnum Kämpfer hier an. What? Thrasher will deine Hilfe bei etwas? Ah, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Hast du schon gehört, dass hier in der Stadt ein Kampfsportturnier stattfinden soll? Es wurden viele Drohungen ausgesprochen und verlangt, dass die ganze Sache auf Eis gelegt wird. Ich wette, er will, dass du mit dem Bullen darüber redest. Kein Bulle wird willens sein, Leute wie uns anzuhören. Das steht ja wohl mal unumstößlich fest. Ich hab's heute mit dem Lesen, liebe Leute. Also nicht wundern. Okay, was will er? Hey, ich habe gehört, dass du auf Thrashers Geheiß mit der Polente sprechen willst. Normalerweise sind die nachts ziemlich angefressen, also besuchst du sie am besten tagsüber. Ja, das können wir machen. Dann gehen wir mal gucken. Wieso soll das Turnier nicht stattfinden? Also es gibt ein Kampfsportturnier, Leute. Na, habe ich da schon so eine Ahnung, dass wir als neuer Street Fighter an diesem Turnier dann auch noch teilnehmen werden? Könnte interessant werden, ne? Du sagst nicht mehr so viel, ne? Okay, dann wechseln wir jetzt rüber in den Tagmodus und dann reden wir mal mit der Polizei. Mal gucken, was dann ist. Aber wieso lasse ich mich dann einfach so drauf ein? Also unser Charakter macht einfach so mit. Ist ja komisch. Okay, wir reden mal hier mit dem Officer. Officer Ronnie. Die Drohungen, die wegen des Stadions eingegangen sind, werden ernsthaft von uns untersucht. Bei einigen scheint es sich nur um Streiche zu handeln, aber es gibt auch welche, die wirklich echt wirken. Da war zum Beispiel ein Drohplakat mit dem Aufruf zur Turnierabsage am Gebäude der Masters Foundation östlich von hier. Von Ken Masters das Gebäude. Officer Billy, the Kid. Du fragst dich, was mit dem Stadion ist? Im Westen der Stadt wird das sogenannte Mike Hager Memorial Stadium gebaut. Es ist geplant, die Eröffnung mit einem großen Kampfsportturnier zu feiern. Aber wir bekommen immer wieder Drohungen, dass wir es absagen sollen. Ansonsten werden böse Sachen passieren. Okay, gehen wir mal gucken. Ach, hier ist dieses Ding wieder. Das sind komische Teile, ne? Das sind einfach nur irgendwelche Roboter-Staubsauger. Ganz weirder Kram. Okay. Cool. Gut, die Masters Foundation, das ist ja hier hinten das ganz große Gebäude. Ihr seht das ja, ne? Was oben aussieht wie ein Schloss drauf. Ob wir auch auf Ken schon treffen, das wäre natürlich cool. Gehen wir mal gucken. Was uns da jetzt erwartet. Der Laden sieht ein bisschen leer hier aus, ne? Da ist auch nicht wirklich was los hier. Naja, wie gesagt, über die Grafik haben wir ja schon geredet. Die Grafik ist mir aber relativ egal. Es soll ja Spaß machen. So, das müsste hier die Masters Foundation sein. Und da hing jetzt ein Plakat.
Oh ja, da ist was. Hier ist was, aber das wurde abgerissen. Die Martial Arts Mike Hagger Memorial Aktivität. Und da seht ihr schon, zwei Fäuste durchgestrichen. Also irgendwer ist gegen das Turnier natürlich. Stattfinden sollte, wird es, ihr wurdet. Das Drohplakat ist an einigen Stellen weggerissen worden und dadurch nicht mehr gut lesbar. Aha. Okay, Jacob, wer bist du? Security sieht so aus, oder? Das Drohplakat da an der Wand? Ja, das habe ich teilweise weggerissen. Sorry, ich weiß nicht mehr, was darauf stand. Aber wenn du ein ähnliches suchst, ich glaube, ich habe in der Skywalk Lane eins gesehen. Wenn du wissen willst, was darauf steht, dann schau dich dort um. Okay. Laufen wir mal ein bisschen. Habe ich gerade ernsthaft wie in Real Life erstmal angehalten, damit ich hier rüber kann? So. Eieiei. Oh, böse Jungs? Empörter Praktikant. Was mit euch denn los? Schaut sie euch an. Zorniger Buchhalter. Es wird immer wilder hier. Was ist mit den Leuten los? Metro City ist eine wilde Stadt. Okay. Mal gucken, was auf diesem Plakat hier hinten ist. Aber wer hat diese... Die Drohgebärden haben doch die Mad Gear Gang, haben die das ausgesprochen, ne? Also werden wir uns dann wahrscheinlich auch noch zu dem Stadion begeben. Oh, soll ich hier hoch? Ich glaube schon, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube auf der anderen Seite. Ach, genau, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da ist es doch, da ist es doch. Lasst mal gucken. Das Marshall-Schnecke. Also momentan ist ja wieder schlimm. Ne? Ich habe nur einen Kaffee heute getrunken und deswegen ist es mit dem Reden heute noch nicht so cool in der Folge. Das Martial Arts Turnier im Mike Hagger Memorial Stadium ist eine Fassade für kriminelle Aktivitäten. Wenn dieses Turnier stattfinden sollte, wird es Opfer geben. Ihr wurdet gewarnt. Absprachen zwischen der Regierung und kriminellen Organisationen werden nicht folgenlos bleiben. Metro City Bürgerallianz. Also so eine Art Bürgerwehr ist das also, okay? Ja, wir nehmen das Plakat ab. Du hast das Plakat abgenommen? Ja, okay. Anti-Turnier-Plakat. Ein Aufruf zur Turnierabsage. Es warnt vor der Beteiligung eines zwielichtigen Syndikats und vor möglichen Gefahren für die Zuschauer. Okay, also eigentlich sagen die nur, Leute, macht das Turnier nicht, das könnte gefährlich werden, da ist irgendein Syndikat, was wahrscheinlich Mist baut. Ne? Und wir als Bürgerwehr, wir wollen euch davor nur schützen. Habe ich das so richtig verstanden? Ich denke mal schon, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt müssen wir Trasher wieder Bescheid sagen. Und Trasher weiß sicherlich... Leute, ist hier ein Verkehr. Trasher weiß sicherlich dann schon eher Bescheid. So. Wer ist denn Bobby? Guck mal, da ist noch eine Nebenquest. Ich nehme die Nebenquest bei ihm an. Hiya. Hey, ich heiße Bobby. Bist du auch ein Busliebhaber? Ein Busliebhaber? Du kannst kostenlos von Haltestelle zu Haltestelle fahren. Das hatten wir da schon. Ist das nicht praktisch? Ich sollte eine Bushaltestelle in Chinatown errichten, aber es gibt ein Problem. Ein Kanarienkistengangster hat sich dort festgesetzt und weigert sich wegzugehen. Das hält den Arbeitsplan auf, aber niemand kann dem Kerl sagen, dass er verschwinden soll. Warum ich es nicht tue? Hölle, auf keinen Fall. Ich bin ein Weichei. Ja, haben wir noch eine zweite Aufgabe gekriegt. Ich überlege immer noch, ob ich diese Aufgaben auch im Let's Play mit reinnehme oder ob ich einfach nur definitiv hier mit zur Hauptstory nehme. So, wir müssen wieder in die Nacht. Und dann reden wir mit Trasher. Weil ich weiß auch nicht, inwiefern ihr Lust darauf habt, noch die ganzen anderen Sachen zu sehen. Könnt ihr mir gerne natürlich auch mal in die Kommentare schreiben. Na, wollt ihr mehr davon sehen? Wollt ihr die ganzen Sidequests sehen, etc.? Na, das könnt ihr gerne mal alles reinhauen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier nach Trasher wiederkomme. Wieso ist er denn jetzt da oben? Ach so, doch, er ist da oben. Ja, nein, ja, alles gut. Hier ist ja die Leiter mit unserer guten Lady hier, die wir schon verkloppt haben. Die jetzt ganz handsam ist. 6 Meilen, wofür habe ich die jetzt gekriegt? Hm. Okay. Mal sehen, was er zu sagen hat über das Plakat. Vielleicht kennt er die Leute ja sogar. Hey, hast du diese Turniersache für mich untersucht? Jetzt gebe ich ihm mal das Plakat. Was? Eine kriminelle Organisation ist darin verwickelt? Ach komm, es geht um ein Turnier, zu dem der Hagger eine Reihe berühmter Kämpfer einlädt. Soll ich ernsthaft glauben, dass irgendeine kriminelle Organisation sich da so einfach einmischen kann? Ein paar Leute aus der Stadt sind darauf aus, das Turnier mit albernen Gerüchten aus der Bahn zu werfen.
Wenn die Schulter für uns in die Schuhe geschoben wird, werde ich stinksauer. Okay. Ja, was sollen wir denn noch machen? Okay, und jetzt? Und jetzt? Jetzt sind wir erstmal fertig hier? I'm so confused right now. Schaut mal, wir haben keine Hauptquest mehr. Muss ich nochmal mit ihm reden? Ich rede nochmal mit ihm. Nicht, dass wir was falsch machen. Danke, dass du für mich aktiv geworden bist. Bosch ist offenbar immer noch nicht aufgetaucht. Ist wahrscheinlich mit eingezogenem Schwanz davongerannt. Ja, das kann gut sein. Okay, ich tippe mal einfach drauf. Wir müssen jetzt nochmal wieder zurück, wahrscheinlich in unseren Unterschlupf und mal tagsüber rumlaufen. Kann ich hier nicht einfach runterjumpen? Ja, geht doch. Na, und dann können wir... Oh, warte, jetzt muss ich mich selbst orientieren. Oh mein Gott. Was war das? Oh! Luke, hey Darkschnecke, wie lief es? Bosch hat sich bei mir gemeldet. Ihr beiden wurdet sicher in Gangkram verwickelt, als ihr nachts... Warte doch, Kumpel, ich kann nicht... Ich muss lesen. Ihr beiden wurdet sicher in Gangkram verwickelt, als ihr nachts in der Stadt herumgezogen seid. Ich weiß, dass du es kaum abwarten kannst, härter zu werden. Und das ist ein Weg dazu. Als Jugendlicher war ich selbst auf der Straße unterwegs. Es liegt also fern, dich zu belehren. Pass einfach auf dich auf, okay? Du fragst dich, was mit Bosch ist? Ich glaube, er sagte, dass er nach England will. Oh, England! Ja, in England gibt's Cammy. Begib dich über die Weltkarte zur King Street im Vereinigten Königreich. Wir werden nach Cammy gehen. Da freue ich mich drauf. Das ist richtig, richtig cool. Aber bevor wir das machen, möchte ich... Ach, die wollen mich doch wieder angreifen, ne? Möchte ich nochmal eine Sidequest eben erledigen. Oder generell die Sidequests erledigen, ne? Weil dann können wir... Die greifen mich an. Natürlich haben die als erstes zugeschlagen, ne? Oh, wie kriege ich die Dinger denn noch? Was geht denn jetzt? Sind die hier mit irgendwelchen flammenden Robotern daher? Wird hier immer wilder. Ist natürlich auch krass, ne? Wenn ihr jetzt den falschen Kampfstil ausgewählt habt und keine Möglichkeit habt, so schnell da oben einen Move zu machen, dann ist es natürlich auch böse. Okay. Miezi, da ist wieder unsere Miezi. So, Ryan, was geht ab? Hey, ist es nicht irgendwie unheimlich, nachts hier rumzulaufen? Es ist schon eine Art Nervenkitzel, was? Okay, dann lass uns den Nervenkitzel nutzen und geben bei dieser Lektion 110%. Gib mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, aber was möchtest du denn? Ah, hey, deine Aufgabe? Gewinne ohne Schaden zu erleiden. Diesmal ist es ein Einführungskurs. Deine Aufgabe ist es, mich zu schlagen, ohne selbst Schaden zu erleiden. Dazu musst du blocken und springen, um meine Angriffe abzuwehren. Nur mit Blocken kannst du allerdings nicht gewinnen. Suche nach einer Lücke und schlage zu. Und, bist du bereit, loszulegen? Oha. Siege ohne Schaden zu erleiden. Och nö. Er kommt mit einem doofen Messer daher und ich verliere den Kampf. Sowas sieht man nicht gern, aber so läuft's manchmal. Los, komm, einmal noch. Wie gesagt, die Sidequests, ich werde sie wahrscheinlich offscreen machen. Wir wollen ja gleich nach England, oder? Hat der Blödmann echt mit so einem doofen Messer auf mich geworfen? Ich glaub's nicht. Oh, warte. Okay. Okay, komm. Hör auf zu werfen. Macht der? Jetzt wirft er hier auch noch Molotovs? Okay. Nö. Das war ein... Okay. Lassen wir das Thema. Wir gehen weiter. Es wird Zeit, dass wir in der Story weiterkommen. Dich sehe ich noch offscreen, mein Freund. Da kannst du aber Gift drauflegen. Okay, wir gehen zur Weltkarte. Ich freue mich. Endlich geht's nach Cammy. Weil ihr wisst ja, Cammy und ich, ne? Mein Main Character. Jetzt gehen wir zur King Street. Eine neblige Straße im verregneten England. Historische Gebäude aus dem Industriezeitalter beherbergen heute beliebte Teestuben. Okay. Auf geht's nach England.
Nordic Kingdom. Das sieht auch cool aus. Hier so schön der typische englische Bus. Oh, Bosch. Da ist Bosch. Mit der Tasche. Seriously? What are you doing here? What's wrong with you? I said to stay away from me. I told you I can't play around like you. Das ist Jury. Das ist Jury, Leute. You must be Bosch. Saw your friends just now, but I don't think they're coming. They ran into something nasty on the way! God, you're an idiot. You thought a gang would let you off, like, oh sure, here you go. You've got nowhere to run. Ooh, you for real? The thing about idiots is that we're too stupid to know when to quit. Stop, kid. You're killing me here. And only one of us is allowed to do the killing. Okay. Wir sollten nicht gegen Jury kämpfen. Die ist übel drauf. Und wir sind Anfänger. Das ist... Okay, mal gucken. Aber ich habe da so eine Ahnung. Und soll ich euch die Ahnung mal sagen? Wir kriegen jetzt richtig den Arsch voll. Und dann kommt Kenny uns zur Hilfe. Ich habe da so eine Ahnung. Ich habe mich, wie gesagt, noch nicht spoilern lassen. Aber schaut, ich bin schon down. Ich bin schon down. Boah. Okay, die hat über 2000 noch was Schaden, glaube ich, gemacht. Aua. But they didn't say anything about leaving his geeky friend alive. Wait! Leave him out of this! He just came to give me something I left behind, right? Sorry for the trouble. I really mean it. Mhm. Okay, Bosch hat uns irgendeinen Datenchip gegeben. Eine Datenkarte, die Bosch dir gegeben hat, sie wird durch besondere Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Okay. Jetzt stehen wir hier. Mitten in London. Möchtest du die Weltkarte öffnen? Aber warum? Warum soll ich jetzt die Weltkarte öffnen? Muss ich zurück nach Metro City? Aber wieso sollte ich jetzt zurück nach Metro City, wenn wir... Okay, wir gehen zurück nach Metro City. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir jetzt machen müssen. Na, ich dachte, wir können jetzt hier so ein bisschen in England rumlaufen. Kann es sein, dass vielleicht nur Metro City eine große Stadt ist und alle anderen Länder, sage ich jetzt mal, nur die Stages sind aus dem Spiel selbst halt? Okay, wir müssen wirklich hierher.
Jetzt kommt Luke wieder. Wow, das ist also mit Bosch passiert. Es wäre wohl sinnlos, dir zu sagen, dass du die Situation ignorieren sollst. Aber ehrlich, ihr hattet keine Chance. Noch nicht. Wie auch immer, was steht als nächstes an? Du hast dich etwas in etwas Großes verwickelt. Luke! Ich kann's nicht lesen. Was soll ich tun, Leute? Man kann es nicht stoppen. Ich find's gerade echt ein bisschen bescheiden. Luke! So, mein Gott, wir wollen doch den Leuten das vorlesen. Also. Du hast dich in etwas verwickeln lassen, das größer ist als du und den Preis dafür bezahlt. Es ist keine Schande, sich vorerst zurückzuziehen. Ich meine, gewöhnliche Straßenschläger sind für dich jetzt wie Mücken. Damit hast du den Einführungskurs abgeschlossen, finde ich. Trotzdem, ich habe noch Benzin im Tank, wenn du weitermachen willst. Du hast es selbst erwähnt, Dark Schnegge, die Suche nach der Bedeutung von Stärke. Und wohin dich diese Suche auch immer führen mag, hey, ich habe eine Idee. Wie wär's mit einem Tapetenwechsel? Etwas Heiteres und Fröhliches. Und wenn du dabei irgendwelche abgefahrenen Souvenirs findest, dann komm vorbei und zeig sie mir. Okay. Begib dich zum Rangers Hut in Brasilien und suche ein Souvenir für Luke. Und begib dich zum Bathurst Beach in Jamaika und suche ein Souvenir für Luke. Das ist cool. Also können wir jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Wenn wir nach Brasilien gehen, würde ich jetzt mal ganz stark drauf tippen, dass wir dann auch Blanca treffen und in Jamaika natürlich dann auch DJ. Aber das, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, dann nicht vergessen, Däumchen nach oben und den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir ein paar Souvenirs für den guten Luke organisieren können. Also, macht's gut. Bis denn dann. Und natürlich reingehauen.